und Interessierte und Freunde des kritischen Denkens. Jetzt haben wir hier Sonntagabend, den 26.03.2023, 23:06 Uhr. Und jetzt habe ich hier den Bericht Klima-Volksentscheid in Berlin gescheitert. Bei Focus Online. Und da gehen wir mal rein in den Artikel. Ich habe ja dazu ein Video vorher gemacht und habe auch gehofft, dass hier in Berlin die Leute gescheit sind. Aber ja, das ist ja, es gibt ja immer Vor- und Nachteile. Nur ich finde hier mit dem ganzen Klimaprotesten und Klimaentscheiden, das geht hier alles viel zu schnell. Und wenn Deutschland hier alleine nur Vorreiter ist, dann retten wir auch nicht das Klima alleine. Da muss, wie das sage ich ja immer wieder, eigentlich die ganze Welt mitgehen. Und jetzt gehen wir mal speziell auf Berlin ein. Die haben ja nicht nur hier ein Klimaproblem, die haben ja auch ein Wohnungsproblem. Und wenn man dann hier sieht, wie lange hier an manchen Projekten gebaut wird, haben wir letztens gesehen hier an dem Flughafen Berlin, die Autobahn 100 ist auch noch nicht fertig. Und am Bahnhof bröckelt jetzt wieder Fassadenwände. Also Berlin hat schon richtige Probleme. Und ich gehe mal hier rein, auch mit der ganzen Zuwanderung. Also hier die Bevölkerungszahl in Berlin ist momentan bei 3,7 Millionen Einwohnern. Stand 2022. Ist also die größte Stadt in Deutschland. Bevölkerungsentwicklung schwankte in den letzten Jahrzehnten wiederholt zwischen Wachstum, Stagnation und Schrumpfung. Für die Zukunft wird eher ein positiver Trend erwartet. Ja, positiv muss man immer erstmal abwarten, wer da kommt. Ja, machen wir uns da nichts vor. Und jetzt haben wir hier drei Varianten. Hier sieht man die blaue Linie. Hier ist die Wiedervereinigung 19, ne? Dann alle da 3,5. Sag ich mal, alles hier konstant, 2010 und seitdem, ja, 2015 mit den Flüchtlingen und Ukraine-Krieg, das spielt ja alles eine Rolle. Alles kommt in Berlin an und die haben ja da auch eine riesengroße Wohnungsnot. Da machen wir uns ja nichts vor. Das ist da auch teilweise unbezahlbar. Dann haben wir hier so eine Variante. Variante 1, das fällt hier auf. Ja. Also bleibt konstant, dann steigt die auf 4 Millionen oder halt noch höher auf fast, ja, 4,5. Dann gehen wir einmal hier rein. Seit der Wiedervereinigung 1990 hat die Hauptstadt rund 240.000 neue Einwohner gewonnen. Das bedeutet eine Zunahme von 7%. Allerdings schwankt das ja alles noch, aber da kommen ja sehr viele auch aus Ukraine. Die werden ja auch, die laufen ja alle Berlin an, weil wenn einmal da, da kommt das alles in Berlin, da türmt sich da und da kommt dann hier so ein Volksentscheid. Da haben sich wohl die meisten gar nicht für interessiert. Ich glaube, die Wahlbeteiligung war gar nicht so hoch, aber gehen wir nochmal hier rüber. Das ist auch mal interessant. Warten wir mal. Der sogenannte Wanderungsgewinn von Berlin lag 2022 bei 76.000 Personen, teilte das Amt für Statistik am Donnerstag mit. Im Jahre 2021 hat der Zuwachs bei nur 10.892 Personen gelegen. Das ist ja schon fast siebenfache, ne? Ja, im Vergleich zum Vorjahr ist der Anstieg um 598% gestiegen. Das ist die Frage, wer da kommt, ne? Berlin wächst, die Stadt hat 220 mal 6 mal so mehr Einwohner. Ich gehe jetzt hier nicht alles hier rein, die Seiten, weil ich wollte ja eigentlich jetzt von diesem Klima, von dieser Abwahl, aber ich wollte jetzt nur mal sagen, wer hier in Berlin wohnt. Und wenn ich dann hier sehe, guck mal den Ausländeranteil, die sind bestimmt heute nicht zur Wahl gegangen, weil das interessiert die überhaupt gar nicht. Und das ist die Frage, sind das alles Berliner? Also 24,3% ist der Ausländeranteil, Tendenz steigend. Ja,
Was steht jetzt hier? Unterschied zwischen Bezirk, ja, Bezirken sind auch noch unterschiedlich. Der höchste Ausländeranteil fand sich im Bezirk Mitte mit 36,7%, während er in Treptow-Köpenick mit 14,8% halb so hoch war. Ja, das ist hier schon nach Berlin gezogen. Da kann man hier bei Google noch so andere Fragen stellen. Wird Berlin weiter wachsen? Unsere Stadt ist in den letzten 10 Jahren um rund 340.000 Einwohner gewachsen. Das heißt, es ist ja bald eine Kleinstadt. Das ist ja schon, ne? So, wie viel hat Mainz? Oder Münster? Ne? Und so viel wächst die Stadt. Alle 10 Jahre. Also um die Zahl eines mittleren Großstadt. Laut unserer Bevölkerungsprognose wird Berlin bis 2030 mehr als 3,9 Millionen Einwohner haben. Ja, da muss auf jeden Fall gebaut werden. Und da kann man jetzt nicht hier, gehen wir mal hier rein, was die Welt schreibt. Haben wir jetzt hier, ist es nur ein kurzer Artikel. Klares Signal gegen Klimaschutz mit der Brechstange. Genau darum geht es. Mit der Brechstange. Man versucht hier die normalen Leute mit Verboten, mit Zwängen irgendwo reinzudrücken, mit aller Macht. Und wenn ich dann höre, was Klimaaktivisten sich festkleben, riskieren da Staus oder schrauben Verkehrsschilder an Autobahnen ab, wo dann irgendwo Tempo 100 aufgelöst wird, das kann es alles nicht sein. Also ich weiß nicht, es ist ja unfassbar, haben die keine anderen Probleme? Und das andere ist, hier haben wir hier ein Foto von Luise Neubauer, alles hier reiche Töchter, die von irgendwelchen NGOs bezahlt werden und dann haben die Zeit und machen den abhängig Beschäftigten das Leben schwer. So geht das glaube ich nicht. Ich denke mal auch hier, aber ich kann ja gar nicht lesen, die Briefe, aber ich gehe gleich mal auf eine andere Zeitung. Weil hier muss ich ja bezahlen. In Berlin ist ein Stil gescheitert, der Ignoranz mit einer Prise Selbstgerechtigkeit kombiniert und genährt ist von der absoluten Gewissheit, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Respekt für die Berliner, sehe ich auch. Grüße gehen raus. Ich denke mal, habt ihr echt gut gemacht. Aber das sind ja, überleg mal, ich weiß gar nicht, gleich ein Bericht, wie viele da überhaupt zur Wahl gegangen sind. Ich glaube nur 30%, ne, von 30% Wahlbeteiligung für so einen Volksentscheid, also hat das überhaupt keinen interessiert. Wenn das jetzt gegen Autofahren aus oder gegen irgendwas, was die, oder Wohnungsknappheit für mehr Wohnungen, ich glaube, da wird die Wahlbeteiligung bei 70-80%, weil das den Leuten auf den Nägeln brennt. Bezahlbare Wohnungen, bezahlbare Energie, Strom und Gas, Lebensmittel bezahlbar, bezahlbare Fahrtickets und wie komme ich zur Arbeit, sichere Arbeitsplätze, aber entscheidend ist Wohnung, also die Grundbedürfnisse. Ja, und da kommt sowas hier genau quer und das, ja, ne, 10 Jahre vorher raus, mit welchen Kosten, mit welchen Verboten. Ja, da denke ich mal auch, das ist ein Schlag ins Gesicht, aber so denke ich mal, dass viele normale Denkende und die Leute, die arbeiten gehen, die jeden Tag zur Arbeit müssen, dass die sehr pragmatisch daran gehen und klar das wählen, was denen am nächsten ist. Ne? So, hier haben wir die Beteiligung, doch ein bisschen mehr. Man steht mal hier vor, Berlin nimmt sich zunächst keine strengeren Klimaziele vor. Bei einem Volksentscheid wurde die nötige Stimmenzahl für eine Gesetzesänderung verfehlt. 50,9% der Wählerinnen und Wähler haben mit Ja gestimmt. Das waren 442.210 Stimmen. 48,7%, 423.418 stimmten mit Nein. Das geht aus den Zahlen der Landeswahlleitung im Internet hervor. Gegen 20.51 Uhr waren demnach alle 3.103 Wahllokale ausgezählt. Um schärfere Klimaziele zu beschließen, hatten aber mindestens 25% der Wahlberechtigten dafür stimmen müssen. Dafür wären rund 608.000 Ja-Stimmen nötig gewesen. Also das ist ja schon ganz klar. Ja, da liegt ja hier schon fast gleich auf, ne? 442.000 zu 423.000. Das sind insgesamt, sagen wir mal 900.000 haben gewählt von 3,7 Millionen. Ne? Das ist schon,
Die Barbeteiligung ist schon ziemlich erschreckend irgendwie, ne? Ist das denn die Hälfte? Ja, ich weiß nicht, wer da Barberechtigt ist, dann sind ja Kinder, die zählen ja auch dazu als, na gut, 50,9% sind da wohl zur Wahl gegangen. Auf jeden Fall ist er gescheitert. Ein Bündnis des Volkentscheid für ehrgeizige Klimaziele in Berlin ist gescheitert. Die nötige Mindestzahl von Ja-Stimmen sei nicht mehr zu erreichen, teilte die Landeswahlleitung Sonntagabend kurz nach Ausschluss der Auszählung mit. Das Bündnis wollte, dass Berlin bis 2030 klimaneutral wird. Da ist auch die Sache, da stecken ja auch vielleicht die Grünen noch ein bisschen hinter. Und die Grünen sind ja jetzt nicht mehr in der Regierung drin, ne? Die Jarasch ist ja jetzt abgewählt, Opposition. Die Giffey hat sich mit Ach und Krach im Ministeramt zurück, ne? Da die nachher wieder irgendwie präsent bleibt und dann nachher nach 4 Jahren wieder Bürgermeisterin wird. Ich weiß nicht, was die da plant, aber eigentlich dürfte die gar nicht mehr auf der politischen Bühne dabei sein, nach den ganzen Skandalen, was sie hat. Unfassbar alles. Alles irgendwo unfassbar, aber jeder bleibt an seinem Stuhl kleben, jeder guckt an seine Diäten, an seine Einnahmen. Das ist ja in Berlin, im Bund, in den einzelnen Städten fast genauso. Da muss man die schon fast raustragen. Das ist alles unfassbar. Das müsste man eigentlich auch irgendwie ändern. Maximal 8 Jahre und dann ist Schluss. Da müssen neue kommen, dass alle mal in den Genuss kommen und nicht, dass das eine Lebensstellung ist, wie so ein Herr Schäuble, der seit 70 Jahren da nur im Bundestag saß. Oder hier, wie heißt der Spruch? Kreissaal, Unisaal und dann Bundestag, ne? Das ist, ja, und so ist meistens der Ablauf, weil sie teilweise überhaupt nie gearbeitet haben und keinen Abschluss haben und alles geht dann in den Bundestag und oder Senat oder Landtag und dann kommt dann hier natürlich so eine Politik da heraus. So. Ein Bündnis klimaneutral wollte mit der Abstimmung einer Änderung des Landes- und Energiewendegesetzes erreichen. Konkret sollte sich in Berlin verpflichten, bis 2030 und nicht wie bislang vorgesehen bis 2045 klimaneutral werden. Und klimaneutral werden wir sowieso nicht. Selbst wenn wir alle Maßnahmen, wenn wir alle Sachen zu Hause, wenn wir alles abstellen, alle fahren mit dem Fahrrad, alles stellen wir auf null, sind wir trotzdem nicht klimaneutral. Und Deutschland wird auch nicht alleine die Welt retten. Da müssen auch andere Länder mitgehen. Wenn ich dann sehe, was in Frankreich los ist oder hier in Polen, dass die weiter Kohle- und Atomkraftwerke bauen, ja, die interessiert halt gar nicht hier, was wir in Deutschland machen. Dann fahren wir ja alle mit Elektrofahrrädern und E-Autos, sind klimaneutral, leben nur von Wind und Strom und die Wirtschaft bricht zusammen und der Wohlstand ist um die Hälfte, mindestens um die Hälfte gesunken. Und die, die gescheit sind, die reich sind, die Geld haben, gehen alle ins Ausland. So sieht er nämlich her. Und dann sagt, klar, dann haben wir natürlich Fachkräftemangel oder Bevölkerungszahl schrumpft, dann holt man natürlich noch die unteren Leute, die neuen Fachkräfte ins Land. Dann passt die Rechnung wieder, ne? Ja, E-Mails kann ich das auch nicht lesen. Gehen wir mal weiter, was ich hier noch habe. Ja, genau, hier habe ich noch mal ein paar E-Mails, DPA. Ich gehe nochmal noch mal hoch. Ja, von DPA, Klimavolksentscheid, 50,9% stimmte mit Ja. Achso, die Anteil. Ja, habe ich ja gerade vorgelesen. 603 stimmt das, nochmal die Luise Neubauer, auch so eine reiche. Aber jetzt war immer mal interessant, die E-Mails, wir haben ein paar Kommentare, ich lese mal was vor und dann könnt ihr ja mal in die Kommentare auch reinschreiben, was ihr dazu seht. Seid ihr froh, dass Berlin so abgestimmt hat? Hat das irgendwelche Auswirkungen? Werden jetzt die Klimaaktivisten noch radikaler? Ich weiß ja gar nicht, was die eigentlich vorhaben, wie weit hat die, wo endet das Ganze? Wie weit gehen die? So, die Zahlen sind nicht sehr gut gefälscht, sonst hätte man wahrscheinlich 608 Stimmen mit Ja gezählt, aber so ist es trotzdem gut. Keine Mehrheit für diesen Spinner. Endlich hat ein Großteil der Berliner es begriffen. Ja, 50,9% von wie vielen bezogen auf die Wahlberechtigten sind das gerade mal 18%. Das heißt im Umkehrschluss, dass 82% dieses vollkommen absurden Volksentscheid nicht unterstützen. Gut so, Vorschlag für den nächsten Volksentscheid, nieder mit den Alpen. Freien Blick aufs Mittelmeer. Hi, Kreuzberg-Kids, dann googelt mal schön, damit ihr die Pointe auch versteht. Ah ja. Mehrfach stimmten Abgabe, Wahlfälschung wie immer und überall. Klimaterroristen raus aus Deutschland.
Ja, Logo von Rammstein. Nun ja, tja, springen Sie jetzt vor Enttäuschung von der Brücke. Wenn ich ehrlich bin, das Gesicht Madame Neubau finde ich lustig. Ja, alles gefälscht. Was ist gefälscht? Was sehe ich hier? Warte, hier steht. Warte. Also, komm, ich muss stimmen. Da wäre alles gefälscht. Was ist gefälscht? Verstehe ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, das Gesicht von Mann. Ja, okay. Aber schreibt ihr mal in die Kommentare rein, was ihr so denkt. Wie geht das hier weiter? Werden die Klimaaktivisten, die Aktionen sind auch total überzogen, dass die hier Verkehr und alles aufhalten, ankleben. Die können demonstrieren, aber auch friedlich. Und manche Autofahrer werden auch schon handgreiflich greifen zu. Kann man verstehen, das ist ja Ärger. Und die werden ja auch bezahlt. Habe ich, glaube ich, auch schon mal ein Video zu gemacht. Die kriegen ja, glaube ich, 1.800 Euro im Monat. Das machen die ja nicht freiwillig. Das ist also ein lukrativer Job, dass sie sich auf der Bahn festkleben. Das wissen ja auch die wenigsten. Ne? Aber da habe ich, glaube ich, ein eigenes Video zu gemacht. Müsste ich mal gucken, ob ich das verlinken kann. Ja, das ist die Frage. Ja gut, schreibt mal in die Kommentare rein. Teilt das Video. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Ne? Schönen Sonntagabend noch.